Ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr mit Blender 2.6.3 eine Sims 3 Pose erstellt. Für Pferde, Katzen, Pferde, Pferde, Katzen, Pferde, für Pferde, Sims, Katzen, Hundchen und Rehe oder was weiß ich, auch für Schwangere, dafür aber am Ende ein bisschen mehr, weil da gibt es dann nochmal extra Sachen, die ihr beachten müsst. Also eigentlich nicht, das ist halt einfach nur eine andere Datei, aber egal. Ich will mich jetzt nicht schon so mit Fremdwörtern beschmeißen. Also, auf jeden Fall, ihr braucht dafür wirklich Blender 2.6.3, weil sonst funktioniert es nicht. Also Blender 2.6.3 bekommt ihr auf Blender, also auf der Homepage von Blender, dann müsst ihr einfach mal googeln, das ist unter ältere Version. Und ja, dann müsst ihr halt einfach raussuchen, installieren. Ich glaube, ihr wisst ja alle, wie das geht. Und damit ihr Blender-Posen erstellen könnt für Sims, braucht ihr als allererstes ein paar Dateien, nein, ein paar Dateien, also ihr braucht diese IOS S3PY-Animation-ZIP-Datei. Ja, dann nehmen wir das einfach, die bessere Datei. Dann braucht ihr SimRigs-Dateien, das sind dann diese fertigen Vorlagen, mit denen ihr eure Sims in verschiedene Posen bringen könnt, dass sie danach nicht richtig krüppelig aussehen. Also es kommt darauf an, was für Posen ihr die macht. Kann auch krüppelig aussehen, wenn ihr die krüppelige Posen annehmen lassen wollt. Und speziell jetzt für Schwangere gibt es Blender Pregnancy Rig Files, bla bla bla. Die könnt ihr euch downloaden, das mache ich auch nicht, weil ich das nicht vorhatte, ich dafür zu erstellen. Und ja, also übrigens die Blender-Version gibt es auf blender.org. Die nicht, weil das ist jetzt die 2.72. Also da müsst ihr halt, ja, Preview-Version gucken und da ist es hier irgendwo und so, ne? Ihr findet das schon, ich glaube an euch. So, da wir das jetzt alles haben, öffnen wir jetzt, nein, nicht dieses Fenster, sondern den Downloads-Ordner. Der ist bei mir weg, da ist er. Und da findet ihr jetzt eure Dateien, wie zum Beispiel diese PetRigs-Datei, die IOS-Irgendwas-Datei und die SimRigs-Datei. Ich ziehe die mir jetzt erstmal hier rüber. So, da ich jetzt einen eigenen Ordner für Sims 3 Posen erstellen habe, da wo ich aber nicht weiß, wo mein Desktop den wieder hin, also mein Desktop, wo mein PC den wieder hingeschoben hat, ja. Ich ziehe die jetzt einfach mal fürs Beispiel, ich habe die natürlich schon installiert, ich ziehe die jetzt erstmal hier rein und diese, diese IO-Irgendwas-Datei, eigentlich müsst ihr alles entpacken, so gesehen, aber da ich diese hier schon entpackt habe, also diese Rig-Dateien, diese Pferdedateien und bla bla bla. Da, die sind jetzt für mich gerade unwichtig, weil da habe ich die hier. Da, die heißen bei mir halt Vorlagen, weil es halt diese Vorlagen, wie gesagt, schon sind. Und die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dazu komme ich später. Also die müsst ihr einfach nur ganz normal einpacken mit 7-Zip oder WinRAR oder was weiß ich, was ihr da alles habt. So, meiner sagt jetzt mir, dass ich in diesem Ordner schon einmal diese Datei drin habe. Das ist nämlich die. So. Ihr öffnet dann euer Blender, wenn das irgendwann mal fertig installiert hat, geht auf User Preferences, das öffnet sich dann, und dann geht ihr hier unten auf Install an Add-on, und dann navigiert ihr dadurch in euren Sims 3, also in diesen Ordner, wo ihr halt diese Datei drinne hattet, also habt am besten. Und ja, dann sagt ihr dem, ey, jo, da ist das drinne, und dann geht der halt dahin. Hier ist die Datei bei mir und install addon. So, dann macht ihr das. Dann sucht ihr einfach diese Datei. Die ist, glaube ich, etwas weiter unten. Hier, ich habe jetzt hier einfach mal Sims 3 Animation Tools. Das hier müsst ihr dann anklicken. Da klickt ihr drauf. Save, nicht save as default. Ich glaube, das müsst ihr dann einfach nur wieder schließen oder so. Ja, ich schließe es einfach nur, dann müsste es gespeichert sein. Müsste. Wenn nicht, tut's mir leid. So, das Wichtigste hättet ihr damit schon mal geschafft. Jetzt steht euch eigentlich nichts mehr im Wege von dem schwierigen Gedöns, was ihr jetzt noch machen müsst, dass ihr Sims 3 Posen erstellen könnt. Ihr habt jetzt diese Dateien entpackt, also diese Rig-Dateien. Die Pet-Rig-Dateien.
Ja, ich habe die mir jetzt alle in einen eigenen Ordner gemacht und habe mir dazu noch eine Datei eingestellt, dass ich weiß, welche Datei jetzt welches ist und dass ich das nicht vertausche oder so, weil mit AHRIG und ALCC, was weiß ich, da kann man nicht wirklich was mit anfangen. Und ja, zum Beispiel, ich weiß aber aus dem Kopf, dass die AHRIG eine Pferdedatei ist und die öffnen wir jetzt mal, dass ich euch ein Beispiel davon zeigen kann, wie man jetzt hier sein Pferd in Pose bringt. Also, ihr wählt einen dieser Points aus oder Joints oder was weiß ich, wie man die nennen mag, wählt ihr mit einem Rechtsklick drauf auf, dann erscheinen zwei Pfeile, also eigentlich drei, der andere geht jetzt noch da, den sieht man gerade nicht, dann könnt ihr das Pferd einmal damit oder nach oben, nach unten, nach rechts, nach links und was weiß ich ziehen. Wenn ihr es aber genauer haben wollt, dann müsst ihr einfach einmal auf R drücken, dann habt ihr so eine Pfeile, womit ihr das Pferd halt im Kreis drehen könnt, wie ihr lustig seid. Und wenn ihr nochmal ein zweites Mal klickt, dann könnt ihr das Pferd mit einem Schwung nach links, könnt ihr das Pferd dann halt immer in die entgegengesetzte Richtung bringen oder halt dahin ziehen, wo ihr es hinhaben wollt. So, ich finde das jetzt total hübsch so, wie das Pferd da steht. Und so könnt ihr dann halt auch den Schweif richtig machen, weil so steht der halt ab und das sieht sehr interessant aus. Ich mache jetzt mal hier so ein Beispielding, nee, hier nicht. Und ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr wollt, dass eure Posen real aussehen, dann einfach mal bei Google eingeben, was ihr für eine Pose haben wollt und dann halt von einem echten Bild, sieht so krummelig aus, von einem echten Bild halt das abschauen. Und nein, ein Pferd steht normalerweise nicht so. Das ist halt einfach, weil ich den hier so verdreht habe und naja, egal. So, wenn ihr jetzt, ich erkläre mal erstmal noch das hier. Da klickt ihr wieder mit Rechtsklick drauf, dann wird dieses kleine Gebilde hier oben, oben links, wird dann orange. Das ist die Kamera und die könnt ihr euch einstellen, indem ihr hier in die linke Zeile nach ganz oben scrollt und dort erstmal überall 0 eingibt. 0. Also nicht überall, sondern halt bei den ersten 6 Zeilen da. So, und dann, wenn ihr zum Beispiel aufs Gesicht ranzoomen wollt, wieso ihr auch das auch immer machen wollt, müsst ihr halt gucken, wie ihr das einstellen wollt. So, dann mit 90, dass es einen 90-Grad-Winkel hat und ein bisschen zurückzoomen. Und wenn ihr jetzt auf eurem Nummernpad, wie man das auch immer nennt, auf die 0 drückt, also nicht oben in der Reihe über den Buchstaben, sondern rechts davon, wo diese Pfeiltasten sind, wenn ihr da 0 drückt, dann könnt ihr halt reingehen und euch das Pferd angucken. Und keine Ahnung, vielleicht wollt ihr, dass es, ja, das ist jetzt toll, dass es die Nase so komisch macht, so, dann macht es das. Weil das ist halt näher dran und damit könnt ihr halt präziser alles einstellen. Und ach ja, Zoom, das müsste ich vielleicht auch noch erklären, weil sonst beschweren sich wieder alle, dass ich das nicht gesagt habe. Und die Anfänger, die wissen es doch nicht. Also Zoom tut ihr einfach mit dem Mausrad, eigentlich ganz normal, wie man immer zoomt. Und ja, und rausgehen tut ihr aus dem Kameramodus wieder mit der 0. So, dann, das sieht so behindert aus, aber auf jeden Fall, gut. Wenn ihr das dann sagt, ja, das sieht jetzt ganz in Ordnung aus, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, das weiterzumachen, dann drückt ihr einfach zweimal auf A, solange bis alle Dots, Joints, Punkte, nennen wir es Punkte, ist Deutsch, bis alle Punkte blau sind. Dann drückt ihr einmal auf eurer Tastatur auf I, dann öffnet sich ein kleines Fenster mit ganz viel unnützen Kram, für uns zumindest, außer Lock Rod Scale, da drückt ihr rauf. Dann speichert Blender an der Seite hier alle Punkte und alles, was ihr halt gemacht habt und so. Wenn ihr jetzt aber sagt, Mist, jetzt habe ich ja aber was vergessen, ich will ja eigentlich, dass der hier so hoch geht, dann drückt ihr da einfach nochmal rauf, macht es so. Dann halt nochmal alles blau machen, I, Lockbot und dann speichert ihr das. So, exportieren tut ihr es und deshalb musstet ihr euch erst diese Animation-Datei installieren. Also dieses Add-on im Blender. Da geht jetzt einfach auf File, Export und dann auf Sims 3 Animation. So, und jetzt kommt der ganz wichtige Teil, weil sonst ist alles für den Arsch. Ihr gebt jetzt hier vorne, müsst ihr immer, wenn ihr ein Pferd erstellt habt, müsst ihr A, H, Unterstrich und dann die Namen, erst den Namen eurer Pose, zum Beispiel Krüppelchen. Und dann könnt ihr auf OK gehen und das speichern.
Das ist der Vorführeffekt. Oder war das Unterstrich? Aha, nee, es war Aha, Unterstrich. Auf jeden Fall, ja, klar. So, jetzt, ich glaube, man darf da keine Üs machen oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ja auch egal. Ihr müsst halt immer bei Pferden Aha vorschreiben und dann, deshalb gibt es auch diese Blender-Dateien, deshalb heißen die auch so, dass ihr wisst, was ihr da vorschreiben müsst. Zum Beispiel bei dem, was weiß ich, was es ist, dann müsst ihr ein AC vorschreiben, bei, ich glaube, Erwachsenen ist das AF und da müsst ihr dann einfach nur ein A Unterstrich hinschreiben und bla bla bla. Das ist eigentlich, ja. Dann speichert ihr das ab, wo ihr fröhlich seid. Da zum Beispiel. So, und wenn ihr jetzt aber wollt, dass ihr eine Pose noch mit einem anderen, was weiß ich, machen wollt, zum Beispiel mit noch einem Pferd, was genauso krüppelig dann aussieht, dann geht ihr einfach nochmal auf Export, speichert es natürlich erst wie immer mit Sims Animation ab, das ist dann diese Pose, die ihr danach im Spiel habt, zeichnet es, ihr speichert es danach als Wavefront-Objekt ab, dann geht ihr auf, ja, Vorlage, von mir aus nennt ihr es HA-Rig-Objekt und speichert es. So, und dann geht ihr einfach auf Import, Wavefront-Objekt, AHA-Rig. Davon gibt es jetzt zwei, einmal mit .mtl und einmal mit .obi-Objekt. Heißt es eigentlich, aber naja, das ist halt die Abkürzung, Import. Also ihr müsst dann auf Objekt gehen, also .obj und dann Import-Objekt. Also OBJ, nennen wir es einfach mal so. So, dann habt ihr hier dieses hinreißende Ding, was ich jetzt aber so nicht bewegen kann, weil, ist so, nein, weil ich sonst den Kopf abreißen würde, weil das komisch gespeichert wird und ja. So, und so könntet ihr dann halt einfach nochmal eine Pose erstellen mit einem anderen Pferd, in dem ihr jetzt sagt, mein Gott, das war jetzt toll. Ja, Open Reset, nehmen wir jetzt mal ein, ja, was nehmen wir da, AF, kann ich mal gleich gucken, ob das ein Mensch war, ja, das war ein Mensch. So, und jetzt geht ihr einfach auf Import, Wavefront und da dann auf ein Objekt, auf dieses Objekt, besser gesagt, was ihr importieren wollt. Hä, bist du hässlich? Ja, okay, das war jetzt der Hund, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe hier auch mal Hundeposen erstellt, also ja, und der ist jetzt zum Beispiel so, dann drückt ihr wieder A und dann I und dann speichert ihr den ganzen Dreck. So, um jetzt eure Posen in ein Postpack umzuwandeln, dass ihr das danach im Dings habt, also im Sims 3 Owner, braucht ihr einmal den Postpack Creator. Die Links dazu übrigens alle in der Videobeschreibung. Und ja, ich melde mich dann gleich zurück, wenn ich den geöffnet habe. Der Postpack Creator, den downloadet ihr euch wieder mit einem, ja, kann man so nennen, eine ZIP-Datei, glaube ich, ist das. Ja, müsste es eigentlich. Und ich habe eben versucht, die zu entpacken, aber das geht wahrscheinlich nicht. Also öffnen wir es einfach mit WinRAR. Postpack Creator. Und hier unten irgendwo ist dann, ja, die Postpack-Datei, da geht ihr dann auf Ausführen. Und dann öffnet sich so ein himmlisches Fenster hier. Bei Clip, da wählt ihr als allererstes eure Pose aus. Zum Beispiel zum Bleistift. Diese, oh, was ist das? Das war jetzt nicht unsere Pose. Ich glaube, hier bla war unsere, genau das war. Mit Punkt Animation, die ihr erst abgespeichert habt. Dann könnt ihr euch ein Thumbnail auswählen, da wir das jetzt noch nicht haben, gehe ich einfach mal hier so eine alte Pose von mir, nehme ich jetzt einfach mal als Vorschau. Und jetzt Postname. Das ist ein, also der Name, der für euch dann angezeigt wird, wenn ihr das Spiel installiert habt. Nein, das euch dann angezeigt wird im Postplayer-Dings, da, was halt da eingezeigt wird. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt da schreibt, euren Steinnamen, keine Ahnung, wie heißt Sunny, nicht Sunny Sunshine Range. Das wäre, ja, das ist kindisch. Nein, Kika Hüpfkarnickel Range oder so, weiß ich nicht. Und ja, dann zum Beispiel kleines Pony ist das jetzt in Ponox.
Ponks, kleine Beschreibung. Ja, doch, eine kleine Beschreibung kann man auch sagen, aber eine kurze Beschreibung, wie zum Beispiel, ist hässlich, so. Und der Creator, das seid halt zum Beispiel ihr oder euer Stall. Hier zum Beispiel wieder die Kika Hüpfkanigel Ranch. So, dann Add to List. Dann habt ihr das in eurer Liste. Jetzt könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel ein großes Dressur-Post-Pack oder Model-Post-Pack vorhabt, dann könnt ihr das einfach hier jetzt noch die anderen mit auswählen, immer mit Thumbnail, hier Beschreibung, bla bla bla, halt so wie eben. Aber wenn ihr das jetzt so haben wollt, also nur eine Pose machen wollt, dann geht ihr einfach als Save as Post-Pack und speichert den ganzen Dreck. Ich speichere das jetzt mal hier, das ist nämlich da. Dass ich es dann leichter löschen kann. So, das gibt ihr dann auch einen Namen, keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Da braucht ihr jetzt keine besondere Erinnerung, dann geht ihr auf OK. Und dann habt ihr es gespeichert. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gerade eben einen Postpack erstellt. So, dieses Postpack ist dann hier drinne. Bla, nicht wundern, warum das bei mir so komisch aussieht. Ich habe hier den TS3 Einblasses wegen dem Workshop oder halt wegen Blender, weil wegen dem Postpack Curator, also das sind ganz normale Sims 3 Package Dateien, also ganz normale Package Dateien für Sims, und dieses zieht ihr dann einfach in euren Mods Ordner, in die Package, also besser gesagt in den Package Ordner, und dann könnt ihr ganz wie gewohnt das Spiel starten und anfangen zu spielen und eure schönen krüppeligen Posen ausprobieren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und wenn ihr noch Fragen habt, einfach damit in die Kommentare. Ich antworte euch gerne. Und ja, bis dann einmal, ne?